Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Grounded mit Voucher und mit dem Nerd Alterle. Schön, dass ihr da seid. Ich bin gerade in unserem alten Zuhause, will ich jetzt fast sagen. Wir brauchen Eichelschalen, wir brauchen Seile. Wenn Steine hier sind, nehme ich die ebenfalls noch mit rüber. Und einmal ganz kurz unten geschaut, ob diese ORC-Ameisen da sind. Ich brauche noch ein paar Teile. Wir gehen mal ganz kurz die Schränke durch, dann weiß ich auch gleich, was ich besorgen muss. Das brauchen wir alles nicht, das auch nicht. Ist hier noch irgendwas Wichtiges dabei, was ich drüben brauchen könnte? Das nehme ich mal mit für den Fall, dass es nicht genug Seile sind. Wir werden heute Materialien verbauen, die noch da sind. Hier sind auch nochmal. Ich habe vor, die Turrets in Stellung zu bringen. Und da habe ich mir schon mal Gedanken gemacht, wie wir das anstellen könnten. Ach, die paar Pfeile, die sind wurscht. Ich benutze eh nicht. Gib mir mal... Hier brauche ich eigentlich auch nichts. Hier, da weißt du nämlich, wo sie hinkommen. Da weißt du, wo sie hinkommen. Oh, jetzt willst du mir aber nicht sagen, Diggerle, dass ich hier nichts Brauchbares mehr habe. Dann müssen wir kurz Eichelschalen besorgen, weil die brauche ich drüben. Das nehme ich jetzt alles mal mit, wenn es geht. Weil wir wollen ja auch nochmal Waffen aufwerten. Und ich glaube, wir werden heute so hinkommen, dass wir morgen das Event mal starten. Wir müssen das dann probieren, nicht, dass es nachher gar nicht aufgeht. Ne? Also ich glaube aber schon, dass wir es hinkriegen. Oh, ich habe nur noch 10 Seile. Weil meine Turret-Lösung wird nämlich so sein, dass wir... mit der Seilbahn da dran kommen. Komm, wir gehen kurz runter und schauen, ob die da sind. Nimm aber mal eine Fackel noch so lange. Schubdubidu. Ich bin so gespannt, ob das klappt. Und dann muss ich noch ein paar Steine besorgen. Das mache ich dann aber vor morgen, sodass wir morgen aufbrechen können. Also Eichelschalen. Ich bin so gespannt. Ich werde gleich Augen machen. Das ist ein Riesending. Ist ein Riesending jetzt. Also die Lösung... Es ist, sagen wir mal so, es ist hoch, es ist hoch. Aber ich will jetzt auch noch nichts verraten. Wir gucken es uns gleich gemeinsam an. Dann müssen wir es noch fertig bauen. Ich habe die für die Turrets voll überlegt, wie wir es machen. Bau mal an jede Ecke eins hin. Schauen wir uns gleich an. Und Eichelschalen. Eichelschalen. Ich traue mich jetzt nicht so weit dahinter wegen der... Ja, ich kann es ja vorne gleich holen. Wichtig wäre jetzt, dass wir hier nochmal so von diesen EMP-Geräten, die müssten wir eigentlich normalerweise auch noch testen. Denn ich glaube, dass die auch einen Schadensdot machen, wenn ich das richtig weiß. Das Problem ist, die sind jetzt hier nicht mehr da. Ich habe auch im oberen Garten gesucht. Übrigens, ich konnte noch einmal den Respawner mitnehmen von unserer Holzkohle. Wir haben jetzt nochmal so um die 20 Elemente, die wir verbauen dürfen. Und die würde ich sagen, machen wir an diese ABC. Ah ja, guck mal, der Ding ist da. Vielleicht droppt der auch nochmal eins. Hi, Digga. Geh da raus, der macht dich sonst platt, kennst du ihn doch. So. Da war nichts dabei. Au, das kann natürlich auch sein, dass ich jetzt... Warte. Nee, ne? Also dieses Ding sehe ich nicht, das ich eigentlich bräuchte. Ich habe mal wieder viel zu viele Seile eingepackt. Wobei, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die Kochdrüse, die ist jetzt nicht ganz so wichtig. Habe ich irgendwas, was ich jetzt rausschmeißen kann? Jetzt habe ich viel zu viel Zeugs mitgenommen. So. Hätte ich es zerstören sollen, hast du recht. Hast du recht. Sonst, aber die Performance ist bei mir noch super. Das war nur damals so schlimm, als diese 3 Millionen Ameisenteile da. Ist das eine... Da ist nochmal eine. Jo gut, wir nehmen halt das, was wir haben an Mats, ne? Mehr kannst du eh nicht machen. Du machst aber auch Damage wie Sau, Stückle. Auch kein ORC. Schade. Okay, hast du noch eins? Wenn ich das so sehe, wie viel Damage die machen, dann wird es mir schon fast Angst vorm Event, ne? Weißt du was, wir lassen es jetzt gut sein. Die, die wir haben, verbauen, weil wir müssen sie erstmal noch testen, geschwind. Und gehen rüber, wir pennen hier und dann fahren wir jetzt das erste Mal gemeinsam auf dieses Ding zu. Ich bin so gespannt, wie es aussieht, weil das ist ja ein Schauplatz. Ich bin so rumgelaufen bei Materialien besorgen, gucke so links, rechts und denke, da haben wir jetzt aber geschwind was hochgezogen. Jetzt bin ich halt mal gespannt, wenn wir drauf zufahren. So, den nehme ich noch mit. Und den nehme ich noch mit. Ich glaube, mein Charakter hat schon Ewigkeiten nicht mehr gepennt. So gefühlt, weil ich ständig irgendwie weitermache.
Zum Glück hat das keine Auswirkungen. Weißt du ja, dass er noch irgendwie so geistig. Wie viel hast du denn jetzt von den Eichelschalen? 8 Stück, die könnten reichen. Alles, was wir heute nicht schaffen, weil jetzt vielleicht Mats fehlen oder so, die besorge ich dann auf morgen. Hallo. The Murphy Gang. So, ich penne hier. Wie lange kann ich pennen? 7 Uhr ist noch okay, pennen wir. Ich habe einen Hotdog an. Wir trinken drüben gleich. Jetzt fahren wir aber erstmal drauf zu. Ich bin so gespannt. Von hier sieht man es noch nicht, oder? Es hätte nämlich gut sein können mittlerweile. So, ich linse noch mal ganz kurz hier rein. Das sehe ich jetzt auch nichts, was ich brauche. Scharwüppelchen, Scharwüppelchen. Hast du einen Hotdog an? Super. Dann schon dir mal die Fackel, weil zum Reparieren bleibt nämlich nichts übrig. Ich gucke jetzt trotzdem rüber, ob man es sieht. Wir machen das jetzt schnittfrei. Wir machen das jetzt schnittfrei. Also, der Ablauf vom Kampf wird so sein. Wir starten das Ding morgen. Dann kommen die. Dann bleiben die erstmal an unseren Zugängen hängen. Außer an einer Stelle. Diese weite offene Fläche. Wenn sie da kommen, müssen wir sie direkt bekämpfen. Die Zugänge werden uns auf jeden Fall ein bisschen Zeit verschaffen. Und wir werden versuchen, in dieser Zeit mit den Turrets auszudünnen. Wenn sie durchbrechen. Ich muss rüberlinsen, Leute. Ich glaube, man sieht's von hier. Jo, man sieht's von hier. Man sieht hier die Säulen sogar. Oh, wir sind fast so groß wie die Batterie. Ja, Digga, du bist der Beste. Genau. Wenn sie durchbrechen, dann würde ich gerne diese Fallen nehmen, weil dann ist die Mauer eh zerstört. Dann die Fallen rein. Am besten wäre es natürlich in dem Moment, wo sie durchbrechen. Wumm, Schaden auf alle und bekämpfen. Und wir müssen noch ein paar Seilbahnzugänge bauen, dass wir auf die Turrets zugreifen können, die wir jetzt wahrscheinlich gleich richtig gut sehen werden. Wobei es nicht ganz so pompös ist, wie ich gedacht habe. Ich dachte, man sieht es besser. Okay, die Arena. Wir fahren drauf zu. Wir blicken von oben mit unserem Architektenauge nochmal drauf. Dieses verranzte links wird noch schön. Also da habe ich ganz, ganz viele Hilfsbausteine nehmen müssen. Ihr seht schon, da steht jetzt ein Türmchen. Und das ist unser Turret-Turm. Und von den habe ich abgemessen von der Falle hier schräg und habe dann Bauprobleme bekommen. Ihr seht also, hier sind schräg LML. Guck mal, da ist auch schon das Turret so warm. Was? Komm, wir gehen gleich rüber. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Schwupp, schwupp. So, Alter, zeige mal, was du gemacht hast. Also, wir haben die Möglichkeit, von hier hinzukommen. Wir haben die Möglichkeit, von diesem Seil hier hinzukommen. Und ich glaube, das probieren wir auch gleich. Dann seht ihr auch, wie der Ablauf sein wird. Natürlich ist das jetzt nur mal der erste Zugang. Ja? Wir werden auf jeden Fall einen zweiten Zugang, dritten, vierten noch da hinten bauen. So, dann fahren wir mit der Seilbahn hoch. Schwippen hier rein. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, das wird ja nachher weg sein. Ich mach's schon mal. Das wird auch weg sein. Und dann hast du die Möglichkeit, hier links oder rechts runterzukommen. Wupp, zack, aufs Turret und. Da ist, guck dir mal, das Feeling ist übel, oder? Bams! Verstehst du? Und ich komme. Hier siehst du sogar die Mauer. Also ich komme hier und wenn das dann nicht funktioniert, weil wir sagen, okay, wir müssen auf die andere Seite unbedingt, dann schwuppen wir rüber, bupp, aufs nächste Turret. Das ist der Plan. Das ist der große, große Plan vom Nerdy. Wir müssen allerdings hier noch fertig bauen. Seht ihr das hier drin? Also ich habe das abgezeichnet von der Schräge hier, von der Falle, sage ich jetzt mal. Habe den Turm hochgezogen, wollte dann hier einfach ein ganz normales dran nehmen. So eins. Und das ging dann nicht. Das hat sich dann an was anderem orientiert. Und dann habe ich es über diese Böden gelöst. Ist schon übel, oder? Genau. Also pass auf, wir brauchen jetzt noch 2, 4, 6, 8 Grasplatten. Wie viel habe ich jetzt noch hier? 1, 2. Nein, 3. Ja, nimm lieber alles in die Hand, Diggerle. Achso, du hast deinen Puppenhut nicht dabei, gell? Das ist natürlich blöd, das ist natürlich blöd. Dann leg das mal ab, vorsichtig. Nimm nur die Grasplatten. So, laufe ich halt zweimal hoch. Das sollte nicht das Problem sein heute. Scharwüppelchen, Katzüppelchen. So, noch 2 Stück. Der Hammer. Und da muss ich euch noch gleich das Lager zeigen. Also das Lager in Anführungszeichen. Ich habe jetzt einfach unten die Turrets und die Fallen mal hingestellt. Und dann sah das jetzt plötzlich so aus, als hätten wir da voll die Fallenwerkstatt aufgezimmert. Warte. Ah, du kommst jetzt hier nicht mehr hoch, weil die... da hängst du jetzt fest oder was? Okay. Ist kein Problem. Ich habe ja mit Hilfssteinen schon jetzt jede Menge Erfahrung sammeln dürfen.
Ich habe kein Ziegel dabei, ist das eine üble Geschichte. Ja, aber wieso kommst denn du da nicht einfach von hier mit einem... Okay, es will nicht. Ich kann es nicht ändern. Machen wir das so. Schaubübeln wir nochmal darüber. Gar kein Problem. Holen wir Ziegel. Ich muss eh runter. Komm, ich zeig's euch. Boom. Hier, ne? Hier habe ich mal alles aufgestellt. Die habe ich noch nicht fertig gebaut, weil ich echt Panik gehabt habe, dass ich jetzt den halben Garten ins Lager locke, ne? Dann haben wir hier die Geschichte. Einfach, sieht ja auch gut aus, wenn man ein paar mehr hat. Die Pollengeschütze habe ich auch. Aber die würde ich erst einsetzen, falls wir es nicht schaffen, das Event zu meistern. Ich bin nicht so begeistert von denen hier. Jetzt hauptsächlich, weil ich lieber dann Damage mache. Ne? So, häng das mal irgendwo hin. Ist jetzt nicht ganz so einfach, aber da hast du doch eins rausgenommen. Aber ich glaube, die Pollengeschütztürme, die darfst du gar nicht an die Wände hängen, so, ne? Also irgendwie stimmt mit denen was nicht. Die habe ich tatsächlich nicht an die Wände geschafft. Den würde ich auch noch irgendwie mal ganz kurz aus dem Weg bringen. Ja, irgendwo hin, wo es nicht stört. So, fertig. Dann haben wir hier nochmal drei Stück für oben. Insgesamt sollen es vier in alle Richtungen werden. Dann passt das, dann passt das. Die werden wir dann verteilen und von den hinteren haben wir sechs Stück. Es sei denn, ich finde nochmal Material, ne? So, Leute. Das wäre der aktuelle Stand und wir gehen jetzt einfach mal her und verbauen jetzt dann auch die Mats. Ich muss Seile machen, Spinnenfäden durchjagen. Für die Seilverbände, weil wir werden verschiedenen Stellen hochfahren auf den Turreturm. Dass wir da nicht so eingeschränkt sind. Wenn ich nämlich zum Beispiel an der vorderen Front bin, ja, und ich müsste dann ganz hintere laufen, erst ist ja auch blöd. So, Asche habe ich mittlerweile verbaut. Machen wir nochmal Pilzziegel. Kann man nie genug haben. Okay, ich habe, glaube ich, das Inventar voll. Jo, habe ich. Dann hau ich mal eben die Spinnenfäden hier rein. Die kann er ja dann da ziehen. Dann mache ich das so. Und dann mache ich das so. Und hier ist auch vorbei, ne? Ich habe jetzt auch keine Pilze mehr gefarmt. Also wir haben so viel Mats, wenn das nicht reicht. Warum bin ich jetzt runter? Wegen Pilzziegel als unterstützende Baumaßnahme. Sehr gut. Schuppdubidu. Das muss ich natürlich alles nachher wieder wegschlagen, was jetzt hier noch dran ist. Sonst sieht es so abgefranst aus, ne? Und das wollen wir auf keinen Fall. So, einmal hier die Hilfsbaustelle. Schalalichen. Schalalachen und Schalalümchen. Komme ich da nicht hin? Er kommt da nicht hin. Oh, das ist nicht gut. Da muss ich nochmal eins bauen. Aber ich kriege ja die Ziegel wieder. Ah, der ist genauso bescheuert wie der andere hier, Mist. Das Schöne ist, mit Pilzziegel kannst du so richtige Minecraft-Geschichten machen. Das habe ich gar noch nicht richtig geschnallt. So, das passt. Warte mal. Ah ja, die müssen ja eh weg, ne? Wir kommen ja mehr oder weniger über die Seilbahn da jetzt hoch. Das heißt, das kommt alles weg. Das müsste normalerweise erledigt sein. Die sammle ich dann unten auf, ist doch klar. So, du kommst mit. Das kommt auch weg. Komm, fall um. So, Leute. Schwupp, schwupp, schwupp. Die muss auch weg. Dann nehmen wir die Tore jetzt gleich hoch. Steine müssen wir wahrscheinlich noch ein paar holen, aber die sind super schnell gefahren beim Hammer. Guck mal von oben. Was macht der da? Ich gehe. Da habe ich übrigens gemerkt, über dieses Kabel können die Ameisen drüber. Seht ihr das? Schönes Beispiel gerade. Vielleicht bauen wir da noch ein paar Spikes hin oder so, dass die dann alle übers Seil kommen. So. Gut, hier ist dann der Turm. Dann kann ich praktisch von der Mauer bis zu der Mauer. Okay, hier ist dann vorbei. Aber ich habe die Dinger im Griff, ne? Eins, zwei. Wo ist denn das dritte? Das müssen wir dann auf der anderen Seite abnehmen. Du wirst halt hier ein bisschen durcheinander kommen, denke ich mal. Kann ich das nicht irgendwie... Wieso hängt denn das so? Das hatte ich eigentlich anders gehängt. Hier musst du übrigens auch, ist gar nicht so leicht, die da hinzuhängen, so wie du es willst. Ihr seht, ich kann nur bis hierher, ne? Deswegen habe ich mir hier praktisch nochmal eine unterstützende Platte reingebaut gehabt. Würde ich dann einfach jetzt hier auch nochmal machen. Denn du musst tatsächlich ganz akkurat da stehen, damit es geht. Umso besser auch eigentlich, weil dann kann ich hier nicht großartig runterfliegen, ne? So, siehst du, jetzt kann ich es nämlich weiter vorhängen.
werde hier durcheinander kommen, wie Sau. Also hier kann ich zum Beispiel schon vor der Mauer schießen, was halt auch ziemlich cool ist, ne? Dann brechen sie durch und dann kann ich praktisch mit bis hier. Alter, ist das ein Lappen? Ist das ein Lappen, sag ich dir? Muss ich noch ganz kurz den und den. Das werden wir nämlich hier auch nochmal brauchen, denke ich mal. Einmal hier die Geschichte. Und ich glaube, da drüben brauche ich nochmal ein Gräsle. Da brauche ich auch nochmal ein Gräsle. So, das haben wir dann. Und das Problem ist, wenn ich dann da bin und auf die Seilbahn will, das klappt nicht. Da muss ich ja mit der Puste. Es geht aber auch nicht darum, dass ich da jetzt wieder tausendmal hochkomme. Ich kann mir natürlich hier geschwind... Ja doch, von hier käme ich ja hoch, ne? Ja, 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 ja. Ich hoffe, ich bleibe da nicht blöd hängen. Ja, knappe Geschichte, aber es klappt. Zack, wieder zum Turret. Gut, also, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt schnappen wir uns das nächste Turret, bringen es schon mal hoch. Dann haben wir schon mal zwei. Hier verlaufe ich mich noch mal ein bisschen, weil dieser Zugang hier ja neu ist. Schabdabidu, schabdabidu. Alter, ich sag's dir, ich bin so gespannt, wie wir mit unserem Aufbau jetzt hier gleich zurechtkommen. Wir werden es halt erleben, ne? Wir wissen es nicht hundertprozentig. So. Weiß nicht, wie weit ich noch hindere kann, aber so wird es ja erstmal reichen. So, die Base brauche ich nicht. Hier, den kriege ich wunderschön rein. Die Seite kriege ich wunderschön rein. Da kann ich sogar bis zur Mauer. Und hier sehe ich es halt nicht. Ach, deswegen ist es so. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich mit einer Turret-Geschichte eine Lösung suche, aber irgendwie finde ich, sieht halt pompöser aus und ich spiele ja auch mal ein bisschen fürs Auge. Ist halt schon ein Nümmerle, wenn da später der Turm hier steht. Wir könnten auch noch weiter unten welche hinmachen für den Fall der Fälle. Ihr seht auch, ich habe da mal kurzzeitig den Bock verloren. Deswegen ist hier unten zum Beispiel noch aus Gras, weißt du? So, ich muss aber hier, glaube ich, nicht mehr hoch. Das heißt, ich könnte den schon mal entgradigen hier, beziehungsweise begradigen. Gib mir aber mal meine Mats wieder. Wir haben halt nicht genug Zement für alles, ne? Siehst du, hier habe ich es abgemessen und irgendwie war das aber der Fehler meines Lebens, weil den brauche ich oben. Ein paar Stängel sind noch da, den brauche ich oben. Sehr geil. Ich glaube, dass ich von da aus mit der Pusteblume erstmal hinflitzen muss, ne? Schon wieder dunkel oder was? Ne, 13.33 Uhr. Aber in dem Bereich hier wirkt es tatsächlich, als wäre es jetzt gleich Nacht, gell? So, mein Freundle. Das machst du schon gut. So. Zwei Turrets muss ich noch hochbringen. Das passt. Die kann ich ja schon mal mitnehmen. Beziehungsweise die kann ich mal hier kurz runterkicken. Die brauche ich dann eher unten. Dann nochmal hier rüber. Zack. Komm, wir machen gleich. Huch. Ja, natürlich geht es auch, aber da bringt es uns nichts. Wie gesagt, diese Blumenfallen glaube ich nicht, dass sie funktionieren. Meiner Meinung nach dürften die ORC-Kreaturen, die ja zum Event kommen, immun sein. Ich weiß es aber nicht. Deswegen setzen wir einfach trotzdem welche auf. Im schlimmsten Fall locken wir noch Insekten an, die gar nicht im Kampf dabei gewesen wären. Damit können wir dann, glaube ich, aber auch leben. Schrittle kannst du noch. Okay, hier können wir auch die Mauer. Hier haben wir Zugriff auf den, aber ich komme nicht ganz da runter. Ja, ideal sind sie nicht. Da müsste man jetzt sich ein bisschen Zeit nehmen, um die noch ordentlich einstellen. Wichtig ist aber, dass wir einen Turret-Turm haben. Wir werden sowieso nicht den kompletten Kampf im Turret hocken, denn irgendwann brechen sie durch, sind da und dann müssen wir ja die hier zum Einsatz bringen, ne? So als Idee. So, letztes bringen wir jetzt auch noch hoch. Dann haben wir das gemeinsam gemacht. Dann hauen wir kurz die Ziegel weg und dann hauen wir die Zementsachen an die Wall. Das ist jetzt ganz wichtig, dass die so ein bisschen stabil dann ist. Und dann werde ich einfach die restlichen Ziegel außenrum pflanzen. Kann auch sein, dass ich hier vielleicht am Anfang bin, bis das erste Mal durchbrechen. Dann gehe ich runter. Ist auch eher wieder eine Spielerei halt von mir jetzt. Ich mag sowas. So, ich habe bemerkt, wenn du hier hingehst, dann geht's und dann musst du leicht zurück. Irgendwann fängt es dann an, rot zu werden und blitzt aber dann wieder hoch. Und wenn du gleich vorne anzeichnest, dann hebt es nicht. Siehst du? So geht's. Snappt er sich immer wieder hin. Gut.
Die Kiste mache ich dann oben drauf. Eine Kiste für alle Turrets, absolut göttlich. Jetzt könnten wir theoretisch die wieder wegmachen. Dann haben wir nämlich da auch eine Lücke, durch die wir durchschauen können. Und wenn ich ganz ehrlich bin, war eigentlich mein Plan, und deswegen würde ich das auch so machen, das hier auch wieder wegbauen. Diesen Ausläufer, der sieht erstens mal sehr unwirklich aus. Den mache ich jetzt weg. So, siehst du? Klatsch. Da steht das Türmel. Jetzt müssen wir nur noch die hier wegmachen. Kann ich ja gleich mal gucken, ob ich da hinkäme. Ich fahre hier hoch, hopf dann hier runter. Genau, hier runter. Und jetzt müsste ich mit der Puste, die ich natürlich nicht dabei habe. Das heißt, jetzt sterbe ich entweder oder ich erwische es. Okay, beides hat nicht hingehauen. Ja, dann lasse ich es halt jetzt erstmal hängen. So, Leute. Die Geschichte haben wir. Das mache ich dann später weg. Hier habe ich jetzt natürlich die Abmessung gemacht. Das heißt, ich kann mir die... Okay. Nachträglich will er es mir nicht erlauben. War das gestern schon hier so eine blöde Stelle? Weiß ich gar nicht mehr. So. Hätten wir aber eigentlich die Säulen auch nochmal hier. Wo ich gar nicht mehr genau weiß, wie das war. Ich würde einfach... Können ja auch ein paar mehr lassen. Ich meine, das mit den Säulen ist nicht die schlechteste Idee, wenn du mich fragst. Zack, 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 zack und zack. Gerade wenn wir die fetten Käfer davon abhalten wollen, dass sie hier durchbrechen. Sieht übrigens schon wieder so aus, Diggerle, als ob da welche fehlen, ne? Es war kein Racheangriff und ich habe es auch nicht gemerkt, wenn da was war. Ich weiß das nicht mehr. Vielleicht während ich gerade irgendwie was anderes gemacht habe. So hoch muss er nicht sein. So, pass mal auf. Den brauchen wir eigentlich nicht hier. Den brauchen wir eigentlich auch nicht. Mittlerweile sind hier so viele verschiedene Dinger. Der Turm hat eine andere Maßung wie unsere Base. Das hat eine andere. Und manchmal kommt es richtig durcheinander, das Bausystem. Aber richtig. Das snappt dir das Ding dann in der Gegend rum. Hier zum Beispiel. Da musst du jetzt mittlerweile ganz komisch gucken, dass die Säule dran pappt. So, ich würde sagen, das passt. Jetzt habe ich mich selber ausgesperrt. Das ist natürlich auch cool. So. Okay, Leute, lass uns Zement verbauen an den Maschinen. Sonst werden wir später ein Problemchen haben. Hier ist soweit alles klar. Ich muss den Zement holen, ich muss ein paar Ziegel holen und ich mache hier gleich wieder Seile. Denn ich will ja noch die ein oder andere Seilrutsche aufstellen. Zumindest, sage ich mal, an den Walls. Dass wir von denen auf den Turret-Turm kommen. Kann ja sein, dass ich kurz runtergehe und sage, komm, wir machen die Wall nochmal zu von Hand. Weiß man nicht, ne? Zack. Also hier sind Materialien verbaut. Ich muss sagen, das Spiel läuft echt cool. Wir haben echt viele Materialien verbaut. So. Gib mir mal noch eine Handvoll Ziegel mit und lass mich mal mein Zement. Habe ich den komplett hier drin? Ich glaube, das war es. 28 und eins habe ich zum Reparieren gebraucht und eins liegt noch irgendwo rum. So, das Gras, das räume ich dann später weg. Also die Mitte haben wir ja eh schon fertig gemacht. Dann gucken wir mal, wie weit wir jetzt hier kommen. Ist ja immer nur eins, ne? So. Wie gesagt, die Höhe spielt nur unterschwellig hier eine Rolle. Ich sehe ja Gott sei Dank an den Hämmerchen. Ich glaube, der Zement reicht nicht für alles. Nee. Und den Respawn jetzt abzuwarten, das kann sein, dass ich dann den Nerv dafür habe. Oh, Digga, ich glaube, jetzt kommen wir hier nicht mehr raus, hä? Musste nochmal eins wegbrechen, geschwind. Schön, wie sich das da drauf setzt, oder? Ich find's gut. So, hier machen wir wieder dicht. So. Das oben lasse ich jetzt erstmal ohne Zement. Mir wäre es wichtiger, dass untenrum viel Zement drauf ist auf allen drei Maschinen. Das kann nämlich schon sein, dass uns das gar nicht reicht für alle drei, so wie es jetzt aussieht. Der hier im Boden, der ist wahrscheinlich unnötig. Vielleicht nehme ich den ja wieder mit raus. Was haben wir hier? Habe ich gar nichts gesehen.
Ah, schade, ich dachte, hier wäre ich. Ja, dann reicht uns der Zement nicht für alle drei. Das heißt, wir werden einen Schwachen haben. Der Schwache ist der da hinten. Schon überlegt, ob wir einfach alles dicht machen. Einfach einmal planieren, vorne eine kleine Brücke und die sollen dann oben rumlaufen und überlegen, wie sie hinkommen. Jo, das reicht nicht mit dem Zement. Oh, bös. Das hätte ich nicht gedacht. Der hier kann weg. Überlege ich mir dann. Also der sollte auf jeden Fall zu sein, hier da vorne der Kasten. Da muss ich nochmal ein bisschen Schutz dran machen. Oh, das ist jetzt schade. Aber mal gucken, was ich draus mache. Das war's, auszementiert. Wo bist du? Ah. Oh, Scheiße. Glaubst du, dass ich im Überlegen bin? Aber ich habe gerade erst Zement. Hier, den müssten wir eigentlich schon mit Zement zumachen. Weil der ist ja... Oder ich mache einfach hier eine richtig fette Lage Pilzziegel. Wir probieren es und wenn es nicht klappt... Wenn es nicht klappt, dann machen wir es nochmal und dann mache ich die Zementaufwertung noch dazu. Weil wie gesagt, das Event gab es, glaube ich, meiner Meinung nach schon, bevor Zement ins Spiel kam. Also muss es auch so gehen. Jetzt hänge ich hier blöd fest. Ne? Hallo. Ja, normalerweise baut man von außen nach innen. Ich überlege gerade, ob es irgendwo einen Platz gibt, wo ich nochmal rauskomme. Hier vielleicht? Also, dann mache ich den aus Pilz auf morgen fertig, ja? So einfach ist das. Weil das bringt uns jetzt nichts, da länger rum zu überlegen. Den schwupp ich dann so zu, mache ich halt noch eine Lage mehr dazu. Weil Pilzsiegel haben wir noch. Das kann ich dann auch noch danach machen. Und hier müssen wir tatsächlich obenrum auch. Ja, weil ich komme jetzt erstmal nicht mehr an Dings. Ist egal. Okay, der hebt gerade nicht. Jetzt hebt er. So. Deckel drauf. Also es ist dasselbe Spiel wie hier drüben. Das würde ich jetzt einfach auf morgen so vorbereiten. Es kann jetzt sein, dass ich hier einfach, wenn ich jetzt noch Pilzziegel übrig habe, dass ich eventuell hier nochmal so eine zusätzliche Lage rein verfrachte, weißt du? Wahrscheinlich ist das eh zu viel. Also wenn das mit den Turrets wirklich so ist, dass wenn wir in so einem Event die einsetzen, dass sie dreifachen Schaden machen, wenn dann der Wachhund noch auf die zählen wird, dann wäre es ja noch cooler. Haben wir da eigentlich jemals geguckt? Wo ist denn der Wachhund? Das Bewachen von Orten gegen Mobs wütender Kreaturen hat deinen Beschützerinstinkt geweckt. Verursacht mehr Schaden an Kreaturen, die an der Verteidigungsaktion beteiligt sind. Kann aber sein, dass es nicht auf die Turrets zählt. Was ich aber persönlich jetzt auch nicht so tragisch fände. Ich hier einen rein? Nee. Hier? Das geht. Ja, den nehme ich doch. Ne, also dann haue ich jetzt hier praktisch, das mache ich alles weg, mache Ziegel, die Decke decke ich so wie drüben, doppelt. Und dann ist das hier alles erledigt. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wir werden die Walls natürlich dann jetzt nicht aus Zement bauen können, wie ich es vorgehabt habe. Auch das würde ich jetzt sagen, machen wir, wenn wir es nicht schaffen. Ja? Dann würde ich sagen, geh mal her und warten nochmal den Spawner ab. Musste ich jetzt kurz fertig machen. Ja, also diese Zementschiene, die ich hier bauen wollte, die wird es nicht geben. Kann ich... Ach, das geht auch. Da brauchen wir gar nicht die Mühe machen. Das ist natürlich cool. Ja, der ist natürlich cool, ne? Wenn der einfach so rüber snappen darf. Oder habe ich jetzt... Irgendwo habe ich den hingesetzt. Ich weiß nicht wo. Mach mal Fackel, bitte. Ah ja, das ist doch viel besser, Digga. So. Gesetzt. Ja, der hat jetzt hier Zement abgebaut. So. Kann natürlich sein, dass ich nicht mehr reinkomme, aber da kennt man ja dann die Wege außenrum. Gut, da muss ich arg weit außenrum, fällt mir gerade auf. Lass mich mal kurz hier hoch. Also, dann verstärke ich die Mauer nochmal. Wir gucken mal, wie viel Mats wir jetzt insgesamt noch haben. Gott, haben wir da eine Anlage hochgezogen. Schön. Das siehst du aber mal, wie angenehm man alles erledigen kann, wenn man die Ausrüstung entsprechend hat. Hier könnte man dann auch noch einen Steg rüberziehen. Das machen wir dann vielleicht mal im Streamy. Ich probiere es natürlich.
Dann lande ich aber hier auf der Mauer. Komm, hopf einfach da rein. Perfekt. Ja, ich nehme an, dass ich das jetzt hier einfach ordentlich komplett zuziehe. Dann haben wir hier genug Schutz, auch ohne Zement. Die müssen sie erstmal durchballern. Wichtig ist, dass wir uns ein bisschen Zeit verschaffen, weil ich habe nämlich unheimlich Bock, mit dem Turret ein bisschen rumzuballern. So, eine gefährliche Front haben wir komplett offen. Front. Und das ist diese Seite hier. Wenn sie von da kommen, können sie direkt drauf zugreifen. Und dann haben wir aber unser Turret-Türmchen und können dahinter schon mal ein bisschen ballern. Ist aber eine sehr liebe, weil die hat jetzt hier nicht angegriffen, ne? Ja, aber die ist ja nicht wirklich hoch. Ah ja, doch, hier wird's. Hier mache ich auch noch eine Lage dazu. Kann auch sein, dass ich noch so ein paar Pillars außen rum setze, dass die großen Käfer ein bisschen abkalten werden. Hier haben wir es soweit schon gehabt. Super. Dann würde ich sagen, hauen wir morgen das Event runter. Definitiv. Die Tauschgeschichte mache ich. Ja, vielleicht lasse ich das als Ruine auch hier so stehen. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Hier auch noch eine Lage dazu. Jetzt gehen wir mal ganz kurz Inventur machen. Wir brauchen eine Kiste mit Steinen noch oben an den Turrets. Jupp, die brauchen wir auf jeden Fall. Die Blumen setzen wir morgen auf. Die Fallen, die werde ich... Ihr weiß es nicht. Wir machen das so. Ich werde am Event starten, an der Maschine oben. Dann kommen wir ja normalerweise hier an. Dann werde ich hier hochfahren und werde oben beginnen. Weil wir werden sehr schön von oben halt sehen, von wo sie kommen. Ne? Siehst du? Hier können wir überall wunderschön hingucken. Und wenn wir jetzt das Gefühl haben, oh shit, die kommen von hier, dann müssen wir direkt ran. Einmal kurz runter. Und ich mache das Gras wieder hin. Ich mache dieses eine Grasding wieder hin, dass wir da ein bisschen Platz haben. Lieber sehe ich ein bisschen weniger. Und Event gelaufen. Weißt du so? Gut. Gut, gut, gut. Die Seile, da muss ich mal gucken. Schwappen wir hier nochmal Pilzziegel durch. Ja, mich kann es jetzt nicht länger rauszögern, in Anführungszeichen. Also ich will jetzt nicht noch mehr rum. Planen könnte man noch viel. Wir könnten auch noch viel außen rumbauen und rummachen. Aber jetzt will ich es dann halt auch mal wissen. Ich weiß ja gar nicht, was kommt, ne? Ich habe das jetzt mehr oder weniger auf Verdacht extra stabil gemacht, weil ich halt viele Infos gelesen habe, dass es gar nicht ohne ist. Und außerdem hatte ich gerade auch einen riesen Spaß an der ganzen Geschichte. Also guck mal, Pilzziegel. Das sind doch einige noch da, ne? Huch. Gib mir mal die rüber, sortiere das nochmal auf. 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 360. 700, 360, 420. Und da sind nochmal 30. Und wenn ich jetzt die noch durchlaufen lasse. Pilzziegel haben wir genug für die Aktion, das ist okay. Dann haben wir eventuell vor den hier noch. Und mit dem mache ich nämlich die Jungs. Mächtiger Juwel, mächtiger Juwel. Mächtiger Juwel. Oberster Schleifstein bräuchte ich 10 Stück. Was fehlt mir denn für oberster Schleifstein? Könnte man den nämlich noch aufwerten? Oberster Schleifstein? Ah ja, also. Ja, Leute, aber dann ist doch das thematisch ein Genuss. Mächtiger Juwel. Boom. Was hast du? Dann würde ich nämlich den Salzkolben nochmal aufwerten. Mit dem mache ich nämlich die Beetles da am liebsten. Die großen Nashornkäfer. Unsere Keule ist schon. Und was würde ich für den Zauberstab brauchen, wenn ich dem noch eine Nummer verpassen möchte? Wobei ich den vielleicht einstecken lassen sollte. Mächtiger Klumpen. Ja, weiß nicht, ob ich mächtiger Klumpen auch noch. Auf der anderen Seite robuster Schleifstein halt, ne? Robuster. Hey, aber dann wäre es ja Blödsinn, wenn ich es nicht mache. Oder? Dann wäre es ja doof. Komm. Mächtige Klumpen 5 Stück. Und mächtige Juwelen 5 Stück. Und dann haben wir nochmal die Waffenaufwertungen auf dem Zeugs. So Leute, ganz grob dürfte es das gewesen sein. Unser Turret-Türmle steht, das hat einen Zugang. Möglicherweise setze ich noch hier oben 2, 3 Seilbahnen, führe die dann irgendwie hier drüben einfach so ein bisschen an die Seite. Dass wir je nachdem, wo wir sind, drauf zugreifen könnten, falls wir
zum Turm zurück wollen. Aufräumen muss ich noch, die Dinger hier fertig bauen, das ist aber kein Problem. Und die Arbeit haben wir jetzt schon mehrfach gemeinsam gemacht. Deswegen ziehe ich das fertig. Wir werden morgen die Waffen noch gemeinsam aufwerten, Schmusis prüfen. Vielleicht kriegen wir noch irgendwo ein kleines Buffhut gebastelt. Ich hole die Käferbrocken rüber, dann richten wir unseren Charakter, reparieren den Mixer, beziehungsweise holen den Wendel noch mit rüber. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Laufen natürlich vorher nochmal die komplette Verteidigungsanlage ab, bevor wir starten. Und speichern. So Leute, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für diese Runde. Und bin gespannt, was morgen passiert. So. Ja, diese Baustellen hier oder das Ding hier mit dem verbinden, da drüben die Halle der Helden und so. Das wird auf jeden Fall Stream-Thema. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt eher die Muse, das mit euch im Stream zu machen. Und ich werde auf jeden Fall... Ihr wisst ja, wer dabei war oder ab und zu im Stream reinschaut. Wir sind ja gerade dabei, die Streams seit Anfang des Jahres wieder aufzuzeichnen. Ich bin nur noch zeitlich nicht dazu gekommen, die ins Archiv zu machen. Da wird dann auch wieder ein bisschen mehr Leben reinkommen. Aber erstmal schauen wir morgen, was die Käfer gegen unsere Verteidigungsanlage vorbringen. Ich bin sehr gespannt. Bis dann.